5 Monate Börsenarbeit, liebe Zuschauer, in 2 Tagen ausgelöscht im S&P 500. Jetzt eine Stabilisierung. Haben da Kursziele von 3000 Punkten denn noch Bestand? Ist die Berichtssaison der rettende Anker? Wir sprechen hier in Zertifikate aktuell mit Arnus Wilhelms von der Commerzbank. Schönen guten Tag, Herr Wilhelms. Hallo, Frau Erhardt. Ja. 2 Tage und die Arbeit von 5 Monaten war sozusagen futsch, aber jetzt stabilisiert sich der S&P 500. Jetzt kommt die Berichtssaison. Die ersten Unternehmen haben vorgelegt, bei den Banken war das auch keine Überraschung, dass sie von steigenden Zinsen profitieren würden. Was darf man denn so in anderen Branchen erwarten oder anders gefragt, ist der Optimismus da nach so einem Kursrutsch? Also im Prinzip ist die Berichtssaison in der Form interessant für Börsianer, weil sie eben so ein, wie so ein Faktencheck ist. Also man hat immer sehr viele Prognosen, es gibt positive oder negative Erwartungen, es gibt immer so eine Gemengelage und die Zahlen, die dann veröffentlicht werden, die sind natürlich die Zahlen der letzten 3 Monate. Also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil auf die Zukunft lässt sich aus den Zahlen erstmal nichts ablesen, aber zumindest gibt es dann immer auch einen Ausblick aufs Geschäftsjahr, also insofern und auf die folgenden Monate und Jahre. Insofern ist das dann für Börsianer doch wiederum interessant, diese Berichtssaison, weil eben dieser Faktencheck dazu führt, ja, wurden denn die hohen Erwartungen erfüllt und wie sieht es in der Zukunft aus? Deswegen kann es natürlich sein, dass es den S&P 500 dann noch in irgendeiner Art und Weise positiv oder eben auch negativ beeinflusst, wenn jetzt die Nachrichten der Unternehmen sukzessive veröffentlicht werden. Nach so einem schnellen Kursrutsch, wie wir ihn jetzt hier gesehen haben, im Oktober, über ganz kurze Zeit, kann da eine Berichtssaison, wenn sie denn gut läuft, auch ein Stabilisierungsanker sein? Ja, also ist natürlich klar, dass die Berichtssaison wichtig ist. Wir sehen das ja auch hier, hatten wir schon mal so einen Rutsch nach unten gesehen. Und danach hat sich der Markt wieder etwas stabilisiert, neue Rekordstände erwischt und jetzt ist es wieder runtergegangen. Die Frage ist natürlich, wie stark und nachhaltig sind diese Abwärtsbewegungen und von daher muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Nachrichten können immer positiv und auch negativ überraschen und die Gemengelage, die ist ja durchaus weltpolitisch gesehen immer noch angespannt. Insofern müssen das Börsianer durchaus genau beobachten, wie jetzt die Unternehmen sich schlagen, auch im Hinblick auf die Sanktionen beispielsweise zwischen den USA und China. Eine fast never-ending Story in diesem Jahr. Sie sagten so, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, man kann jetzt aber zum Beispiel auf den S&P 500 Discount-Zertifikate kaufen und Sie sehen das im Handel, dass das viele Anleger im Moment auch tun. Das hat mich ein wenig überrascht. Warum Discount-Zertifikate? Vor wenigen Wochen haben wir noch über Turbos und ganz andere Hausnummern gesprochen. Ja, also es ist ganz einfach. Diese Momente, die wir hier sehen, also vor allen Dingen hier und jetzt hier wieder, die sind eigentlich ideal für den Kauf von Discount-Zertifikaten, weil in dem Fall die Produkte ihre Stärken ausspielen und die sind grundsätzlich mit einem Cap ausgestattet. Das heißt also, sie haben eine Gewinnbegrenzung. Deswegen ist es in so einer Phase, wo der Markt langsam nach oben läuft, eigentlich nicht so sinnvoll, ein Discount-Zertifikat zu kaufen, weil dann kann ich mit der Aktie mehr verdienen. Aber es geht ja beim Discount-Zertifikat darum, eben das Potenzial des Marktes richtig einzuschätzen. Und wenn man davon ausgeht, dass die Kurse stabil bleiben oder sogar fallen, dann kann man mit einem Discount-Zertifikat durchaus attraktiv agieren. Und das Grundprinzip ist da, ich nehme mal hier an, einen Cap von vielleicht ungefähr 2500 Punkten. Die untere Linie. Und man verdient, wenn die bis zum Mitte nächsten Jahres beispielsweise noch hält, dann kann man hier durchaus auch einen zweistelligen Prozentsatz verdienen und hat immer den Vorteil, dass wenn der Markt fällt, selbst unter diesem Cap fällt, dann kann ich trotzdem immer noch eine bessere Performance erzielen, als hätte ich heute Aktien des S&P 500 gekauft. Wie gestalten im Moment Anleger ihre Discount-Zertifikate aus? Oder welche kaufen die wie ausgestattet sind? Setzen die eher darauf, dass es schon Richtung 2500 gehen könnte? Oder sind die ominösen 3000 immer noch so eine Hausnummer? Also bei Discount-Zertifikaten ist ganz klar, da reicht die Skala hier noch nicht. Da gehen die Anleger eher sehr konservativ an den Markt. Das heißt, sie sagen sich, mir reicht eine Rendite von 3 oder 4% und dafür nehme ich doch zumindest einen großen Puffer mit. Das heißt also, es können dann 10, 15, 20 oder 25% Puffer sein, die der S&P 500 fallen kann und ich erziele trotzdem noch 2 oder 3% Rendite. Ja. Und das sind sogenannte Deep Discount Zertifikate, die sind besonders beliebt. Und dann haben wir immer so ein bisschen die Anleger, die so ungefähr auf den aktuellen Niveaus, das S&P vielleicht knapp drunter, da ist 2500 fast schon ein bisschen zu niedrig gewählt, die auf diesem Level hier agieren, so zwischen 2,6 und 2,7, so könnte man aktuell ungefähr sagen, die halt dann versuchen, diesen Rutsch, den es am Markt gegeben hat, dann positiv in der Form auszunutzen, dass sie sagen, ja, es rutscht jetzt nicht weiter nach unten und ich habe dann mit einem Discount-Zertifikat die Möglichkeit, dann durchaus 6, 7, 8 oder 10, 12 Prozent mitzunehmen, auch wenn der Markt sich dann nicht mehr so positiv vom aktuellen Niveau her entwickelt. Arnus Wilhelms, vielen Dank. Gerne.
liebe Zuschauer, ruppige Zeiten an den Börsen, aber auch Tendenzen einer Stabilisierung, je nachdem, wie vielleicht jetzt auch die Berichtssaison laufen wird. Discount-Zertifikate in dieser Marktlage erstaunlicherweise sehr gefragt für konservativere Anleger, die 3-4% Rendite für durchaus beachtenswert halten, aber auch für die Anleger, die mit größerem Risiko dann eine größere Rendite einfahren. Die Berichtssaison hat begonnen. Die Banken in den USA haben, keine Überraschung, bei steigenden Zinsen schon recht attraktiv vorgelegt. Wie es da weitergeht, erfahren Sie natürlich jeden Börsentag wieder aufs Neue hier bei uns.